Aber wo wir gerade von Klon sprechen, können wir ja mal mit ihr reden. Stimmt irgendwas nicht, Klon? Ich kenne dich gar nicht so als Hans Guck in die Luft. Ich bin ein paar alte Akten durchgegangen. Die waren sehr alt. Deshalb habe ich eine lange Zeit gebraucht, um Zugriff auf sie zu bekommen. Das klingt zum... Achso, genau, Klon hat doch da so einen Schlüssel im Kopf. Wusste ich doch. Wenn man jetzt dran denkt, auch an die Bibliothekarin aus dem letzten Teil, vielleicht hat Klon ja Zugriff zu so einer Art, sagen wir mal, Datenbank oder sowas, die sie durchstöbern muss. Vielleicht sind das ja keine Akten in Papierform. Bedeutet das, du konntest dich an Sachen aus der Vergangenheit erinnern? Ja, vielleicht kam es durch das Lesen des nostalgischen Buches, aber plötzlich wurde ich neugierig wegen der Vergangenheit. Also das Buch hat sie eigentlich selber geschrieben und dadurch, dass sie es jetzt nochmal gelesen hat, wurde sie wieder neugierig auf die Vergangenheit. Ja, aber das passt sogar. Es geht einem ja auch so, wenn man mal so all seine alten Sachen durchkramt und dann so noch Hefte von früher findet oder so. Ist ganz interessant, da nochmal reinzugucken. Ach, du meinst dieses Bilderbuch? Ja, das war bestimmt der Auslöser. Vor langer Zeit habe ich ein wichtiges Versprechen einem Freund gegeben. Und diese Geschichte basierte auf dieser Erfahrung. Das heißt, hat Klon vielleicht die, sagen wir mal, Hummelprinzessin persönlich gekannt? Ja, wer war denn jetzt dieser Freund? Das weiß ich nicht mehr. Es ist ja auch vor sehr, sehr langer Zeit passiert. Ich bin auch sicher, dass mein Freund dieses Versprechen schon lange vergessen hat. Auf gar keinen Fall. Wenn sie dir so wichtig war, dann wird sie das niemals vergessen haben. Vielen Dank, Escher. Aber jetzt ist genug. Weil das Versprechen nicht erfüllt wurde, konnte ich die Geschichte auch nicht weiter fortsetzen. Ja, aber es ist doch niemals zu spät. Schreib doch einfach jetzt ein Ende. Irgendwas. Hauptsache ein Happy End. Ich bin noch ein Automat. Ich bin dazu in der Lage,
Dinge zu speichern und Dinge zu reproduzieren, aber ich kann nichts Neues erschaffen. 新しい物語を始めたり、物語の終わりを作ることは人間にしかできない、とても素敵なことなんですよ。 Die Tatsache ist, oder ist doch Tatsache, dass Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Geschichten zu beginnen und zu beenden. Und das ist doch wundervoll. そういったことはあなたたちにお任せします。どんどん新しいことを始めてみてください。 Ja, und deshalb überlasse ich diese Dinge euch. Bitte versucht viele neue Dinge. Wir Automaten sind halt am glücklichsten, wenn wir Menschen dabei helfen können, das zu bewerkstelligen. Oh, vielen Dank, Klon. でもね、クローネがいたからリンゴ園があって、クローネの書いてくれた絵本はとっても面白かったんだよ。 Ja, aber wir verdanken die Existenz dieses Apfelhains doch dir und das Buch, das du geschrieben hast, war sehr interessant. だから、クローネにそういうのが作れないなんてことはないと思うの。絶対に。 Und deshalb glaube ich auch, dass du selbst in der Lage bist, ein Ende zu schreiben. Eines Tages wirst du dazu in der Lage sein. Ja, ich frage mich, war ich wirklich dazu in der Lage, etwas ganz für mich alleine zu erschaffen? Ich bin sicher, sie hätte die Antwort gewusst. Also ihre Freundin wahrscheinlich. Jo. Das heißt, wir sind jetzt hier mit den Geschichten durch. Ich muss noch mal eben bei Neo gucken, ob es ein neues Rezeptbuch gibt. Sehr schön. Brother Call. Also den Bruder herbeirufen, bin ich mal gespannt, was das ist. Naja, werden wir alles nochmal. Gut, dann dann gehen wir mal. Genau, 5 Tage müssen wir jetzt hier bleiben, irgendwas machen. Gehen wir ins Atelier. Genau, wir mussten Dosenfutter herstellen. Ich erinnere mich wieder. So, Canned Food, wo bist du? Da. Fünfmal Preserved Biscuit. Achso, das sind diese Süßigkeiten. Ja, die habe ich zum Glück ja noch. Irgendwas an Essen, was wir übrig haben. Vielleicht Apfelmus. Oder einfach hier die Schlagsahne. Ich denke, Schlagsahne ist am primitivsten. Achso, müssen wir beides nehmen. Gut, kein Problem. Versuchen wir trotzdem was. Ah, Moment. Ich brauche ja mehrere davon.
Das heißt, ich brauche viel Gelb. Obwohl, das kriegen wir hin. Nee, ich nehme noch mal einen. Also die Schlagsahne oder der Apfelmus kommt doch weg. Da kommt was Vernünftiges hin. Das hier. Genau. Schon mal vier Sachen zusammen haben, mindestens. Und was machen wir jetzt nochmal? Jetzt brauchen wir ein Property Level noch ein bisschen höher. Ein Punkt. Was wir sagen, hier nochmal von solchen. Ja, genau, viermal Dosenfraß. Ich denke, vielleicht nehmen wir das auch nochmal als Zutat. Magic Mountain, was war das denn nochmal? So, noch 620 Erfahrungspunkte bis zum Max-Level. So, jetzt müssen wir noch einmal hier zu den Homunkuli. Ich will das Dosenfutter ja noch einmal duplizieren. Dazu brauchen wir hier ein bisschen Platz. Ja, die Sortierung habe ich ja noch nicht verstanden. Gibt's gar nicht. Ist es hier? Oder man kann es nicht duplizieren, wäre natürlich auch möglich. Gut, bei Zutaten werde ich jetzt nicht suchen, da wird es eh nicht sein. Dann muss man es halt zur Not neu herstellen. Ja, die Zahlen passen. Ja, es ist gut. Wir haben jede Menge.
Ich sag Solle Bescheid, wartet hier. Ja, das war sehr ermüdend. Ja, allein wenn man die Anzahl betrachtet, war ganz schön hart. Gute Arbeit, Escher. Ja, vielen Dank für die harte Arbeit. Ich habe gehört, eure Vorbereitungen sind abgeschlossen und ab jetzt übernehmen wir. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin sicher, dass die Forschungsabteilung nächstes Jahr sehr beschäftigt sein wird. Aber setzt bitte eure gute Arbeit fort. Ja, warum denn sehr beschäftigt? Steht denn noch irgendwas anderes an? Oh ja? Marion-san kara kiite imasen ka? Lainen kara anata tachi wa chousatai no osewagakari wo surukoto ni naru to kiite iru no desu ga? Ja, hat Marion euch das denn noch nicht gesagt? Ihr werdet doch die Babysitter von... für die Leute von der Hauptstadt. Imamadewa kaihatsuhan ga dokuji de shigoto wo kunde ita yo desu ga, lainen wa kodou ni mo seigen ga deru deshou ne. Die Forschungsabteilung hat ihre eigenen Missionen, aber ihr werdet da nächstes Jahr sehr eingeschränkt sein. Oh nein, müssen wir das wirklich machen? Nun ja, irgendjemand muss es halt machen. Aber ich denke, dass Marion am meisten verärgert darüber ist. Ja, auch wir haben drunter zu leiden und müssen jede Menge Vorbereitungen treffen. Also es wird sehr viel los sein hier. Ja, wir sitzen halt alle in demselben Boot. Ja, wenn ihr mich dann bitte entschuldigen würdet und grüßt Marion von mir. Ja, scheint ein hektisches Jahr zu werden, das nächste. Ja, vielleicht sollten wir dann jetzt alles erledigen, solange wir es noch können. Ja, wir haben ja noch 132 Tage Zeit, bevor das nächste Jahr beginnt. Dann fangen wir doch am besten mal damit an, Marion zu erzählen, dass wir die Aufgabe abgeschlossen haben. Okay, was war das jetzt hier noch? Ach so, genau, 50 Sachen ausrüsten. Das kriegen wir hin. Mal eben sehen, ob hier bei der Forschung was Neues dazugekommen ist, tatsächlich. Alles klar. Das heißt, wir können unseren Abenteurer-Level über 50 hinaus steigern. Das ist, denke ich, sehr hilfreich.
Noch mal eben schauen, was sonst noch da. Sonst war nichts Neues und den Rest hier unten. Ja, kann man nehmen. Brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Das heißt, Maximum Level und dann sollten wir auch mehr Erfahrungspunkte noch freischalten. Ja, ich denke, das mache ich auch beides. Okay, das heißt, wir können jetzt bis Level 60 nur und dann Level 70 kostet dann nochmal wieder 20.000. Trotzdem schalte ich mal die Erfahrungspunkte frei. Oder kriegen wir die 10 Level so zusammen? So ein Bosskampf, der oder so ein, ja, so ein Kampf gegen starkes Monster, der brachte, was weiß ich, vielleicht 1500 Erfahrungspunkte oder 1000. 10.000 brauchen wir, glaube ich, um aufzusteigen. Das heißt, 100, also 50 bis 100 Bosskämpfe, um 10 Level zu steigern. Ich denke, wir nehmen mal die mehr Erfahrung hier auch mit. Gut. Das heißt, wir haben noch zwei, ja, neunte Aufgabe geschafft. Wir haben noch zwei Tage, bis unsere ganzen Blitzbomben hier fertig sind. Das heißt, wir können noch eine Sache herstellen. Oh nein, wir haben noch ein paar Gespräche vorher. Dann gehen wir zuerst mal, komm, wir sind hier, ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal zu Arvin.